So, nach dem zugegebenermaßen recht kurzen Level geht's jetzt weiter. Heroes looked west, they could see darkness. Where nothing had been before, there now stood a dark tower, black, even against the evening sky. An evil tower. Our heroes understood what they must do. The only way to purge the land of corruption and raise the black tower to the ground was to bring the trine and the other artifacts together. However, for the power to work, the hearts of our heroes must be pure. Despite ever-present danger, our heroes could not help but marvel at the beautiful village. How could anything this beautiful endure so close to the evil tower? Abandoned, there was no one to welcome them. So, dann bin ich mal auf Bramblestoke Village gespannt. A village! We must save the people! They're not here anymore. There's no one to save. Save village? Or crush bones? Don't matter. Let me go first. Sieht auf jeden Fall interessant aus. So ein bisschen kann man sich Schlumpfhausen so vorstellen, oder? Ich meine, erinnert mich zumindest der Pilz da dran. Und alles Baumhäuser und ich werde gerade ganz schön penetriert. Zerstachelt und... Komm, ich bekämpfe dich auch in Stacheln und ich habe ein Level Up. Joa. Stormhammer, wieso nicht? Firebow, wieso nicht? Zwei Floating Platforms? Machst du nochmal kurz auf. Ach, Next Level. Ah! Okay. Das habe ich nicht gelesen. Was bringt denn das Nächste für 3 Erfahrungen? Komm, komm. Fiery Sea. Nicht schlecht. Stormhammer muss ich mal ausprobieren. Jetzt. Death from above. Was muss ich halten? Ach. Gedrückt halten. Hm. Ja. Ist so halb nett, würde ich es mal nennen. Ach, ich habe keinen Mana mehr. Darum macht es auf einmal nicht mehr so lustige Blitze. Oh, und die haben getroffen? Der nicht. Und dann... Nein. Sehr schön. Fledermäuse. Die machen gut Schaden. Wenn ich das mal so sagen darf. Halt, der Blutsauger. Plattformen, um hier hochzuspringen, sind aber auch zu klein. So, hier scheint tatsächlich nichts mehr zu sein. Sehr schön. Das sah doch mal stylisch aus. Als wüsste ich, was ich tue. Wolfgangs Music Box? Okay. Damit kann ich 6 Boxen haben. Und es gibt scheinbar einen Blumenmaster Stone. Ich könnte aber vermuten, dass wir den nicht gefunden haben. Oder ich den nicht gefunden habe. Nur so eine Befürchtung. Naja.
Pelz. Ha, ich hab mal geblockt. Gut. Ja. Hinten war ich, da ist relativ sicher nichts mehr. Und hier unten die Teile sehen aus ein bisschen wie Hobbington. So von der Art her in den Boden eingelassen. Runde Fenster und alles. Oh Gott, das wird jetzt ein Spaß. Ein Treffer und ich bin tot und dann bin ich komplett tot. Weil mit ihm... Ja. Ist das so ein bisschen schwer. Guck einfach mal, ob ich davon einen Speicherpunkt erreiche. Ich will nicht in eine Pit, wo ich nicht wieder rauskomme. Da wäre ein Speicherpunkt gewesen. Ah, Checkpoint, wie man will. Ja, super Beginn. Gib's mir. So, dann kann ich jetzt wenigstens da oben erkunden. Da oben rechts will ich auf jeden Fall auch noch hin. Nicht ganz das, was ich wollte, aber erstmal egal. Ups. Nein, der Baum ist nur Zierat. Gut, dann kann ich weiter. So, ach, da hinten sind noch mehr Skelette. Aber egal, ich habe den Punkt hier erreicht. Wow, ist gerade der Framerate. Nur weil ich hier ein bisschen mit Feuer rumspiele. So. Ich gucke erst hier unten. Ich glaube nämlich, dass es hier nicht weitergeht. Shit. Okay, ich komm. Lebst sie wieder. Gehen wir doch mal erst hier hin. Durch das scheiß Teil durch. Und ich schaffe wirklich diesen Sprung nicht ganz. Also. Machen wir es so. Und. Schnetzeln. Flambierte Fledermaus. In manchen Gegenden ist das sicher auch ein Spezialgericht. Gut. Gehen wir mal hier runter. Ja, das war dann wohl der schönere Weg. Ach, das mache ich wieder mal mit ihr.
Dummer Gegner ist dumm. Also so richtig dumm. So unfassbar dumm, das ist schon nicht mehr feierlich. So. Ich höre schon wieder kreischen. Nervige Viecher. Gut, ich denke mir, das war's. Shit. Kann da oben jetzt auch gerade nichts erkennen. Darum. Danke. Das vermute ich etwas zu viel. Jo. Ah Gott. Okay, machen wir es nochmal den einfachen Weg. Egal, bin drüber. Was erledigst du für mich? Balance-Rätsel hier. Und die kann man eigentlich alle ziemlich gut umgehen, muss ich mal sagen. Hiermit haben wir eine fliegende Kiste. Also so ein fliegendes Teil, was auch noch als Grappling-Hook dienen kann. Und ja, wir können springen. Das reicht eigentlich schon, diese Kombination. So, eine tot, zwei tot, drei tot. Oh, es kommen noch mehr. So, passt das mit euch? Ah, das sieht doch schon schön aus. So, das als allererstes. So, das da rein. Gut. Dann als nächstes. Und wechselt zu ihm. Und ich habe alle drei innerhalb kürzester Zeit eingesetzt. Das ist ein schönes Teamwork. Mist. Mist. Sollte das nicht auf jeden Fall machen, bevor ich hier runtergehe. Einer reicht nicht. Dann noch so einen kleineren daneben. So, und dann als nächstes mein heißgeliebtes Dreieck. Gut, ich bin nicht runtergefallen. Ja, ich glaube, das war's hier.
Bin mir auch nicht zu sicher, ob ich da jetzt so überhaupt noch mal rauskomme, wenn das Teil erstmal wieder davor ist. Na, ich glaube nicht. Müsste ich von oben irgendwas drauf tun und... Ach, Spinnen mal wieder. Und das nächste Secret. Und was haben wir diesmal hier? Wie habe ich bislang Secrets übersehen? So schwer sind die doch gar nicht. Gerne mal... Runs per Level. Das lasse ich bei ihr. Das hört sich auf jeden Fall recht nützlich an. Gut, das kann ich schon mal scheinbar nicht zerschießen.